Das tut mich freuen, ganz sehr. Banco del Estado. Hey, ich kann Spanisch. Banco del Estado. Bank des Staates. Motel, Habitaciones para un día. Ja, Wohnungen oder Unterkünfte, Räume für einen Tag. Ich kann Spanisch. Alter. Psycho? Öffne das Schächtelchen vorsichtig. Sei so nett. Mach es wieder zu. Du bist komisch. Ich habe Angst vor dir. Ach, der trägt die Taschen jetzt. Da war letztens. Mein Wagen. Verzieh dich. Da war letztens einer, der die Sachen nicht tragen konnte, ordentlich. Ah! Nein! Das glaube ich jetzt nicht. Deswegen steht der Scheißwagen hier rum. Kein Sprit mehr! Würde ich sagen, klauen wir uns einen anderen Wagen. Ha! Ich klaue mir jetzt einen Wagen. Ich klaue mir jetzt einen Wagen. Ich gucke erstmal auf die Mission. Eigentum ist Diebstahl. Warte, bis es Nacht wird. Okay, gut. Bring den Parteigänger aus dem Grünen ab. Nein. Oh, war wohl die Erfahrung? Da unten ist das okay. Nein, das will ich auch nicht. Die will ich aber gerne löschen. Egal. Rette die Indios. Nein, okay. Überrede Kommandant Ricardo den Mann der Partei zu geben. Ist auch da unten. Das heißt, eigentlich bleibt nur zu Kommandant Raoul fahren oder die Botaniker seinen Job hier zu machen. Das ist der hier. Super. Ich gucke erstmal jetzt nach dem anderen Wagen. Und guck mal, ob der was anderes wert ist. Ein Hero oder sowas. Keine Donuts, so Affe. So, und falls ja, überlege ich vielleicht das war jetzt mal. Ansonsten, wie gesagt, fahre ich einfach mal zum Kommandanten Raoul. Wo bist du, hä? Also laut Sound müsstest du aus der Richtung kommen. Ah, da bist du. Scheiß Heli. Ja, oder ich fahre wieder Bus. Total spannend, ich weiß. Und vor allen Dingen bringt das sowas von wenig Geld am Ende. Jetzt müsste allerdings auch ein Auto kommen, ne? Alter, was war das denn jetzt? Seht ihr jetzt? Hist. Ich rede zu schnell und deswegen verspreche ich mich die ganze Zeit, dass ich nies. Also meine Frage war, ist der Heli jetzt abgestürzt? Was ist das denn bitte? Hallo? Hallo, Bandidos. Chachos. Hallo. Bleibt mal stehen. Tut mir leid, aber dich muss ich jetzt killen, wenn ich dich treffen würde. Will deinen Wagen haben, du Affe. Bleib stehen. Oh. Da stehen. Geht doch. So, hat zwar jetzt ein Bandido gekillt, aber egal. Guck ich mal, ob der Wagen mehr wert ist hier. Oh, fette Scheiße. Oh mein Gott. Wie ist meine Dings zu Ende, die das jetzt eigentlich. Ach, 97 immer noch guter Freund, also gut. Sag mal, kann ich jetzt nicht. Geht doch. Ich bin ja gerade irgendwie hängen geblieben. Hui, kann man hier reingehen? Oder doch nicht. Boah, voll das geile Zimmer, echt Hammer. So, Typ, hallo, ja, bla bla, hier, wie wär's? Kaufst du ein Auto? Kommt auf ein Angebot an. Oh. Also, den Wagen kauft er nicht. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe den gar nicht gestohlen. Ist meiner, ja. Gut, dann fahre ich einfach mal los und guck, ob da vorne irgendwie ein anderer ist. Also, der kauft keine Busse und keine LKWs, der Typ. Wie abziehen, was soll das denn jetzt? Fahre ich denn da bitte gerade gegen? Hallo? Was soll denn der Bullshit?
Scheiß auf den Senkel, echt. Jetzt reicht's mir. Ich sag doch Pisser, im Ernst, Mann. Kein Bock mich jetzt mit euch anzulegen. Oh, regt das auf. Ich brauch ein Auto. Irgendjemand, ein Hero oder so. Alter, schießen immer noch auf mich. Fällt keiner hier gerade in der Stadt mit dem Auto? Jetzt wieder auf mich. Egal. Muss doch irgendwo ein Auto sein. Ist niemand mit dem Auto unterwegs? Hä, wieso kann ich den Bus fahren? Wieso kann ich den Bus einfach so fahren? Hä? Ich hatte doch gar keine Busmission. Hi. Noch nicht auf dem Weg? Hä? Wohin soll ich denn auf dem Weg sein? Ich habe keine Busmission, oder? Entfernt? Ah, doch, Dorf Salvatore. Wo ist denn das Dorf Salvatore, bitte? Zum Dorf Salvatore. Ich weiß nicht mal, wo das ist. Da hat jemand sehr, sehr viel Munition, muss ich sagen. Oh, geil. Muss ich sagen. Alles sehr logisch hier gerade. Boah, ey. Ist ein anderer Wagen. Oh mein Gott. Jetzt fahre ich gegen nichts. Das Nichts blockiert mir den Weg. So, ich hoffe, dass ich jetzt durchkomme. Ey, was soll denn der Bullshit? Leck mich doch am Sack, Alter, ey. Ja, komm, schießt auf mich, ihr Pisser. Ich hau jetzt ab. Drecksaffen, ey. Geht mir auf den Sack, wisst ihr das? Mann. Verbuggtes Spiel, ey. Er trefft mich nicht, er trefft mich nicht, er trefft mich nicht, er trefft mich nicht. Nee, 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 nee. Wird's Nacht? Ich glaub nicht. Ja, also ich muss mich jetzt entweder um eine Mission kümmern oder aber ich finde eine Wagen, die ich dann, ja, so verkaufen kann. Aber ich muss erstmal eine Wagen finden. Und dann muss die Wagen auch was wert sein, weil ansonsten bringt das gar nichts. Gar nichts bringt das sonst. Oder kommt eine Wagen? Ist das eine Taxi? Oh, wieder ein Bandido. Ey, Bandido, gib mir Wagen. Meine Güte. Scheiß Ladehemmung. Also das klappt schon mal mit Doppelklick. Na, aber nur eine jetzt. Na, egal. Dann pennen wir mal hier, damit ich gleich wieder die Schusswunden regenerieren kann. Ist ja sehr logisch, ne? Also in 4 Stunden mache ich mal eben 12% meines Zustands wieder gut. Dann mal gucken, ob dieser Wagen hier mehr wert ist. Da vorne, da komme ich jetzt wieder nicht durch. Das ist behindi, echt, ey. Jetzt fahre ich hier lang. Ha! Mal gucken, ob der mehr wert ist. Ich glaube eigentlich nicht. Wenn, dann wäre der Hero mehr wert, aber... Versuchen wir es. Hallo. Kauft ihr Autos? 50? Wieder ein geschlossenes Auto, warum klaust du mir nur Schrott? 50 PS, letztes Angebot, okay. Abgemacht, einverstanden. Scheiß drauf. Ey, du Ulknudel! Stirb einfach, ey. Egal, ob ich dich treffe oder nicht.
was mit dem war. Wie sind das alles Banditen, ey? So, was hast du Feines mit? Alter! Ich glaube, der ist tot. Ich hoffe es zumindest. Wieso kann ich das nicht aufnehmen? Wie ich es liebe manchmal. Alter, wo kommen die alle? Oh. No point being squeamish about injections. Komm, trinken wir den Kiel auch noch. Die Spritzen nehmen wir noch und die Spritzen nehmen wir auch noch. So, für die aus. So, der hat aber lange gedauert, der Alkohol. Na super, ja. Wie ein Tequila habe ich jetzt so besoffen, dass ich nicht gerade gehen kann. Scheiße. So, gucken wir mal, ob der Wagen mehr wert ist. Ah, scheiße, ich kann nicht mehr gerade fahren jetzt. Yeah, Abenteuer. Oh. Oh, Alter, wird mal wieder nüchtern, Junge. Oh mein Gott, ist das scheiße. Oh mein Gott. Oh nein, der ist ab. Ich krieg's kotzen. In der Ballerei ist der abgehauen. Ich geh kaputt. Ich geh ja sowas von kaputt. Im Ernst. Ja, das kann doch alles nicht euer Ernst sein. Wieso ist hier alles so verbuggt? Alles. Was soll ich jetzt machen? Ich kann da nicht durchfahren ordentlich. Der Typ ist nicht mehr da. Pass auf, ich speichere einfach mal. Und dann suche ich die Mandidos auf. Ja, okay, mehr oder weniger hat es funktioniert sogar. Es ist echt mega dunkel gerade, ne, finde ich. Also sonst ist das heller, dachte ich. Gut, egal. So, ich fahre jetzt mal. Oh, eine Bus. Eine Bus, die kenne ich schon irgendwie her. So, und? Super, wir haben doch Nacht, oder? Wieso ist hier denn niemand? Immer noch nicht. Ich dachte, ich könnte diesen Botaniker-Job erledigen. Die sind wieder nicht da. Ey, das ist echt so geil, dass es nicht ordentlich funktioniert. Wo du hinguckst, immer noch Bugs, echt. Nur Bugs! Ja gut, dann fahre ich jetzt einfach mal zum anderen Dorf. Da waren jetzt sowieso noch ein paar Aufträge mit dem Guerillas. Und da versuche ich dann einfach mal den Wagen jetzt zu verkaufen. Also, hatte ich jetzt auch keinen Sinn sonst. Ja, ansonsten wüsste ich auch nicht, wie ich jetzt an Geld kommen soll. Also, die Aufträge bei den Guerillas kann ich ausführen, wie gesagt. Aber versucht zumindest. Vielleicht haben sie noch welche. Vielleicht nicht. Ich muss zumindest Aufträge für die Mafiosis gegen den Guerillas machen. Und ich muss diesen einen Typen da überzeugen, dass irgend so ein anderer da nicht hin muss. Ich weiß auch nicht. Irgendwas mit den Guerillas auf jeden Fall. Also ich habe zwei Aufträge, die Guerillas betreffen, die aber nicht von den Guerillas vergeben wurden. Naja, mal sehen. Schauen wir einfach mal. Jetzt erstmal überhaupt da hinkommen und den Wagen loswerden. Der, glaube ich, ein kaputtes Reifen. Nee, doch nicht. Kaputten Reifen, dachte ich, weil er so gewackelt hat, aber jetzt fährt er gerade. Ach ja. Nicht zu fassen. Ich hätte gern Hero. Bin mir sicher, der ist es wert. Oder den Malero, aber der fährt hier nicht gerade rum. Also dieser blaue Sportwagen. Den zeige ich euch gleich, weil ich jetzt sowieso zu dem. Atmen, zu dem Autohändler fahre. Also wenn mir jetzt ein Hero noch entgegenkommt, ne, dann kill ich den Typen, glaube ich, auch, der den fährt, nur um da reinzukommen. Wenn. Lass mal schauen, ich weiß nämlich gar nicht, wo ich lang mache. Gut. Vorne auch. Ich bin lange nicht mehr mit dem normalen Weg zum
Das war die Liria stark gefallen. Oh, vorne ist Nero, da vorne ist Nero, da vorne ist Nero. Das ist doch der Hero, oder? Heißt er nicht? Der heißt doch Hero, der Wagen, oder? Ist ja ja noch. Sind die tot? Ja, ist er. Und ich habe keine. Alter, der hat mich angefahren, ist mir gar nicht aufgefallen. Scheiße. Ist er behindert. Ja, steige ich noch mal kurz aus, weil. Die kann ich nämlich wegschmeißen. Welche sind das? Die, okay. So, dann nehme ich mal ein paar Spritzen zu mir. Oh, sehr geil. Das war echt cool. Und dann ziehe ich mir die mal an. So. Und dann, wie gesagt, versuche ich es mal mit dem Hero. Das ist doch... ich glaube schon, dass der Hero heißt. Ich nenne jetzt einfach weiter einen Hero. Also... Ja, das Lustige ist, jetzt habe ich dann noch einen Wagen stehen. Egal. Mal sehen.